Nach gut 8 Jahren ist der Postal Dude im 3. Teil einer der wohl kontroversesten und am häufigsten im Aufruf zu öffentlichen Videospielverbrennungen resultierenden Spieleserien wieder zurück. Neben einem erneuten Perspektivwechsel in die Third-Person-Ansicht macht er dabei noch andere Veränderungen durch. Die einzige Kontroverse, die Postal 3 aufwirft, ist aber die Frage, ob man es nur wegwerfen oder gleich verbrennen soll. Nachdem der Dude die Zombie-Apokalypse im Postal 2 Add-on Apocalypse Weekend überstanden hat, landet er mit seinem Hund Champ in der Stadt Catharsis. Ansonsten gibt's zur Handlung nichts weiter zu erzählen, da es im Grunde keine gibt. Wir sollen nun einfach die Erlebnisse des Dude an seinem neuen Wohnsitz nachspielen. Gut, niemand hätte eine literarische Meisterleistung von der Postal-Reihe erwartet, aber etwas weniger belanglos hätte es dann schon sein dürfen. Eine der größten Neuerungen von Postal 3 ist das Gut-Böse-System. Recht früh im Spiel haben wir die Wahl, uns entweder dem Catharsis Police Department oder der durchgeknallten Ekotologisten-Sekte anzuschließen. Je nachdem, für welche Seite wir uns entscheiden, bekommen wir nun andere Aufgaben, die aber selten vom Schema abweichen. Die Erlebnisse des Dude werden in zusammenhanglosen Happen präsentiert, für gewöhnlich in kleinen, schlauchigen Minilevels, eingeleitet durch mäßige, gelegentlich aber gar nicht mal so unlustige Videos. Die häufigste Aufgabe: Gegner ausknipsen. Egal ob im Polizeirevier, in der Spielothek, oder beim Rodeo, Postal 3 mutiert vom Sandbox-Prinzip des Vorgängers zum geradlinigen, abwechslungsarmen Standard-Shooter. Eher unkonventionelle Aufgaben wie die Verteidigung von Postal-Regisseur Uwe Boll vor einer Meute wütender Spielefans, die Bezwingung eines durchgeknallten Nashorns bei einer Rodeo-Show oder das Aufspüren von gesetzlosem Gesindel wie diesem unverschämten Wildpinkler kann man leider an einer Hand abzählen. Postal 3 verkommt so zum belanglosen Shooter von der Stange, ohne den Witz seines Vorgängers auch nur ansatzweise zu erreichen. Um dieser neuen Ausrichtung gerecht zu werden, haben die Entwickler noch ein fehlerbehaftetes Deckungssystem eingebaut, in dem man obendrein das ebenfalls neue automatische Heilungssystem wirken lassen kann. Wer das nachvollziehbarerweise öde findet, hat allerhöchstens noch die Möglichkeit, eine Runde Äpfel pflücken zu gehen oder Passanten mit der Furzkanone zu belästigen. Abwechslung haben wir uns dann doch anders vorgestellt. Weitere kuriose, aber wenig nützliche Utensilien, ein Marder als Nahkampfwaffe oder Tornado-Killer-Katzen. Dafür entfällt allerdings der allseits beliebte Katzenschalldämpfer. Technisch ist Postal 3 gelinde gesagt eine kleine Katastrophe. Zum einen sieht das Spiel optisch wie ein 8 Jahre alter Shooter von der Stange aus, aber hey, so spielt sich's ja auch. Halbwegs detaillierte Charaktermodelle, ansatzweise sowas wie menschliche Animationen, ordentlich aufgelöste Texturen oder wenigstens eine vernünftige Steuerung suchen wir in diesem Stück Software-Schrott vergebens. Zum anderen gibt's Bugs, Performance-Probleme und Abstürze am Fließband. Egal ob Benzin, das auf magische Weise verschwindet, Clipping-Fehler, die oftmals zum Neuladen zwingen, NPCs mit merkwürdigen Zuckungen, des Dudes unbeirrbare Liebe zu einer Backsteinwand oder einfach das grauenhafte Aiming. Nichts an Postal 3 wirkt auch nur ansatzweise fertig. Man fragt sich, woran die Entwickler in den letzten 8 Jahren eigentlich gearbeitet haben. An der Technik und einem halbwegs fehlerfreien Spielverlauf jedenfalls nicht. Und das, obwohl man mit Valve's Source Engine ein etabliertes und gereiftes Werkzeug zur Hand hatte. Postal 3 ist in praktisch allen Belangen misslungen. Sei es die nicht vorhandene Handlung, die missratene Technik, das unausgegorene Gameplay in Verbindung mit dem lächerlichen Leveldesign oder die zahlreichen Bugs, Performance-Probleme und die völlige Abwesenheit einer KI. Action-Fans, die das Spiel nun wohl mit seinen neuen Mechaniken anlocken soll, haben eine Vielzahl besserer Alternativen. Anhänger des Dudes und des gewöhnungsbedürftigen schwarzen Serienhumors dürften den abwechslungsreicheren Vorgänger bevorzugen. Und wer schon immer mal auf Uwe Boll treffen wollte, kann ja eine schlechte Kritik über einen seiner Filme schreiben und sich zum Boxkampf herausfordern lassen. Wen juckt's da noch wirklich, dass der ein oder andere Gag, der gelegentlich zwischen dem großen Haufen Blödsinn hervorlugt, tatsächlich zum Schmunzeln einlädt? Genau, niemanden. Poor guy's in deep shit. Guess I'm paid to care.